Jennifer zuckt Ben zum Telefon. »Was hast du vor?«, fragte Ben. »Wenn du recht hast, dann dürfte ja kein Erwachsener mehr da sein«, antwortete Jennifer. »Und deshalb werde ich jetzt alle Erwachsenen anrufen, die ich kenne. Meine Großeltern, Tanten und Onkels, bei der Arbeit meiner Eltern und so weiter. Und genau das wirst du auch tun, Ben.« »Keine schlechte Idee«, fand Ben, und so wählten sie eine Nummer nach der anderen. Aber nirgends nahm jemand ab. Nach dem 17. Telefongespräch legten sie endlich eine Pause ein. »Ich fürchte, ich hatte recht«, sagte Ben. »Und nun?« »Und nun?« schrie Jennifer. »Das weiß ich doch nicht. Es ist doch dein verdammtes Computerspiel.« »Du meinst, es liegt an meinem Computerspiel, dass plötzlich niemand mehr da ist. Wie kommst du denn darauf?« »Ich habe nur gesagt, es ist alles wie im Computer, aber das heißt doch nicht, dass mein Spiel daran schuld ist. Wie soll denn das funktionieren? Das ist doch Unsinn. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass vor deinem bescheuerten Spiel noch alles in Ordnung war«, gab Jennifer barsch zurück. Ben spürte einen dicken Kloß im Hals aus Wut und Angst. Er konnte doch wohl nichts dafür, dass alle Erwachsenen fehlten. Oder doch? »Ich habe nur gespielt«, dachte Ben. »Ich habe dabei alles richtig gemacht. Dann war das Spiel defekt. Ich kann nichts dafür. Und es geht doch technisch gar nicht, dass ein Computerspiel Erwachsenen verschwinden lässt. Aber wenn doch, bin ich dann daran schuld, dass wir jetzt alleine sind?« Jetzt war es Ben, dem die Tränen in die Augen schossen. »Ich verstehe das alles nicht«, schluchzte er. Jennifer hatte sofort Mitleid mit ihm. »Entschuldigung«, flüsterte sie. »Ich wollte dich nicht so anbrüllen, aber ich habe Angst, weißt du? Was sollen wir denn machen?« »Ich habe auch Angst«, antwortete Ben. Er dachte daran, dass er noch am selben Morgen seiner Mutter vorgeworfen hatte, sie nehme ihn nicht ernst. Immer behandelte sie ihn als kleinen Jungen, dabei war er schon viel größer, als sie dachte. Aber jetzt, als Ben sich vorstellte, dass seine Mutter weg sein könnte, dass überhaupt kein Erwachsener mehr in der Stadt war, kam er sich plötzlich überhaupt nicht mehr so erwachsen vor wie sonst. Im Gegenteil, im Moment fühlte er sich sehr klein und hilflos. »Vielleicht«, sagte er, wischte sich eine Träne aus dem linken Auge, »treffen wir uns erst einmal mit Miriam und Frank und erklären alles. Vielleicht fällt ihnen etwas ein.« Eine halbe Stunde später saßen alle vier bei Jennifer zusammen. Mühsam und aufgeregt hatten Jennifer und Ben ihren beiden Freunden alles erklärt. Aber die hatten natürlich kein Wort geglaubt. Also beschlossen sie, sich einfach nochmal genau in der Umgebung umzusehen. Die vier Kinder liefen hinaus auf die Straße. Noch immer standen überall Autos herum. Keines fuhr. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite gab es eine Pizzeria. Frank wusste, dass die bis spät in der Nacht geöffnet hatte. Er lief hinüber und sah hinein. Niemand war zu sehen. Aus dem Backofen quoll schwarzer Rauch. Frank sah sich um, griff nach einem herumliegenden Handtuch, wickelte es sich um die Hand und öffnete den Ofen. Eine dicke, fette schwarze Rauchwolke kam ihm entgegen. Frank sprang einen Schritt zurück, wedelte sich mit den Armen Luft zu und hustete. »Total verkohlt«, stellte Miriam fest und meinte damit eine Pizza, die im Backofen lag. Oder besser, das, was wohl mal eine Pizza gewesen war. Jetzt war es nur noch eine pechschwarze, harte Scheibe, die dort vor sich hinschmorte. Miriam stellte den Backofen aus. Es hätte nicht mehr lange gedauert und die ganze Bude wäre in Flammen aufgegangen, vermutete Jennifer. Ben blickte sich um. Auf den Tischen der Pizzeria lagen angebissene Pizzas, halb leer getrunkene Gläser, auf manchen sogar einige Geldscheine. »Hier sieht's aus, als hätte jemand plötzlich alle Leute weggezaubert.« Die Kinder sahen sich entsetzt an. »Kommt, wir schauen mal in den nächsten Laden«, schlug Miriam vor. Alle vier rannten nach nebenan in den Friseurladen. An einem Waschbecken lief warmes Wasser aus dem Hahn. Auf dem Fußboden lagen Haare verstreut. Aus einer offenen Tube, die auf einem Tischchen lag, quoll Haargel. Einen Platz weiter lag ein Rasierer auf dem Fußboden und surrte leise vor sich hin. Wobei dem Geräusch zu entnehmen war, dass die Batterie nicht mehr lange halten würde. Eine Trockenhaube pustete unermüdlich heiße Luft in den leeren Raum. Auch hier war kein Mensch zu sehen. Genau das gleiche wie in der Pizzeria, fand Miriam. Ja, bestätigte Ben resigniert. Was habe ich gesagt? Alle Erwachsenen sind verschwunden. Frank fasste sich mit beiden Händen an den Kopf und stöhnte laut auf. »Das ist doch Wahnsinn! Das glaubt einem doch kein Mensch!« »Macht nix«, bemerkte Miriam trocken. »Du wirst es ja auch keinem erzählen müssen. Die Kinder werden es alle selbst merken und die Erwachsenen sind sowieso weg.« »Stimmt«, rief Ben, »und genau so sollten wir uns auch verhalten.
Ich meine, es erstmal niemandem zu sagen, wenigstens so lange, wie wir selbst nicht genauer wissen, wie das alles gekommen ist und vor allem, wie man das Problem wieder lösen kann. Ja genau, so machen wir's, stimmte Frank seinem Freund zu. Wir schwören uns Verschwiegenheit. Alle weiteren Schritte besprechen wir erst gemeinsam, bevor wir irgendwelche anderen Schritte davon berichten. Am besten, wir gründen noch einen Geheimbund, sagte Miriam schnippisch. Dann sticken wir uns Abzeichen und wählen dich zum Präsidenten. Ihr Jungs seid doch manchmal komisch. Ich jedenfalls mache erstmal gar nichts, als abzuwarten. Vielleicht ist morgen früh schon alles wieder in Ordnung. Solange denke ich einfach an was anderes. Dieser Vorschlag gefiel auch Jennifer. Lasst uns erstmal zurück zu mir nach Hause gehen, schlug sie vor. Ich weiß nicht, was heute Nacht noch passiert. Ich weiß nur, ich will auf keinen Fall alleine sein. Damit sprach sie allen anderen aus dem Herzen. Gemeinsam gingen sie zu Jennifer. Im Wohnzimmer von Jennifers Eltern stellte Miriam sofort den Fernseher an. Aber der Bildschirm blieb schwarz. Sehr klug, bemerkte Ben spitz. Was meinst du denn, wer gerade für die Ausstrahlung der Fernsehsendungen sorgt? Die Heinzelmännchen vielleicht, die immer einspringen, wenn die Erwachsenen fehlen? Wütend sprang Miriam herum und wollte gerade auf Ben losgehen. Jennifer kannte diesen zornigen Gesichtsausdruck bei ihrer Freundin. Er war meistens der Beginn von unendlich großem Ärger. Schnell stellte sie sich dem Mädchen in den Weg. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch jetzt zu streiten? Ich finde beide Vorschläge ganz gut. Beide Vorschläge? Fragte Frank. Ja, antwortete Jennifer. Wir reden erstmal mit niemandem über Bens Computerspiel, bis wir selbst genaueres wissen und sprechen alle weiteren Schritte miteinander ab. Aber als erstes warten wir mal bis morgen früh und sehen dann, was eigentlich los ist in der Stadt. Und morgen gehen wir als erstes in die Schule, schlug Miriam vor. Ben blickte Miriam verständnislos an. Es gibt zwar keinen Unterricht, fuhr sie fort, aber in der Schule erfährt man immer zuerst, was los ist. Die anderen fanden das einleuchtend und so beschlossen die vier, am nächsten Morgen zur gewohnten Zeit in die Schule zu gehen. Und Miriam hatte recht. Als sie am nächsten Morgen in der Schule ankamen, war der Schulhof voll mit Schülern, die sich aufgeregt die Beobachtungen des letzten Abends erzählten. Alle wussten also Bescheid, wenngleich sie auch niemanden erklären konnte, wo die Erwachsenen geblieben sein konnten und wann sie wiederkämen. Plötzlich hatte Ben eine Idee. Kurzerhand kletterte er an einer Regenrinne aufs Dach eines Schulpavillons und brüllte: »Alle mal herhören!« Nachdem er es fünfmal gerufen hatte, wurde es auf dem Schulhof auch tatsächlich für einen kleinen Moment ruhiger. Ben begann zum großen Erstaunen seiner drei Freunde mit einer Rede. »Ihr wisst, was los ist!« schrie Ben so laut er konnte. Trotzdem waren es nur wenige, die seine Worte verstanden. Ben ließ sich dadurch nicht durcheinander bringen und schrie einfach weiter. Alle Erwachsenen sind weg. Solange wir nicht wissen, wann sie wiederkommen, müssen wir zusammen überlegen, was wir tun. Wer mit überlegen will, trifft sich in 10 Minuten in der Schulaula, damit wir... Aber weiter kam Ben nicht. Ein Gejohle und Geschrei übertönte ihn. Muttersöhnchen! Riefen einige, die sich besonders groß und stark vorkamen. »Kannst wohl ohne Mami nichts mit dir anfangen?« Natürlich fanden sich für diesen Zwischenruf genügend Lacher. »Dann können wir doch endlich mal auf die Pauke hauen,« ergänzte ein anderer Zwischenrufer. »Genau,« brüllte ein Dritter. »Wenn es sicher ist, dass die Alten weg sind, weißt du, was ich dann mache?« Die umstehenden Schüler gafften den kreischenden Mitschüler erwartungsvoll an. »Hatte da jemand etwa eine gute Idee?« Genüsslich legte der Schreihals eine Kunstpause ein, damit seine Worte auch wirklich die richtige Wirkung erzielten. Dann holte er tief Luft und grölte: »Ich gehe in die Stadt und hole mir, was ich brauche. Ohne Geld, denn es gibt ja keine Verkäufer mehr.« Das war das endgültige Aus für Bens Rede. Ein ohrenbetäubendes Freudengeschrei hallte über den Schulhof. Plötzlich brach Panik aus, so als würde die Schule brennen. Hunderte von Schülern stürmten zum Schultor. Jeder wollte als Erster in der Stadt sein. »Nein, nein«, schrie Ben sich die Lunge aus dem Leib, aber niemand hörte ihn. Ein großer, dicker Strom von Schülern ergoss sich über die Straße in Richtung Innenstadt. Einige blieben noch einmal kurz stehen, sammelten schnell ein paar Steine vom Boden auf und schleuderten sie gegen die Fensterscheiben der Klassenräume. Ben hielt sich die Ohren zu. Tränen rannen ihm in die Augen. Um ihn herum klirrte das berstende Glas, brüllten seine Mitschüler, lachten, warfen noch ein paar Steine und rannten dem wilden Haufen aufgebrachter Schüler hinterher, der loszog, um die Stadt zu plündern.
Auf dem Dach des Pavillons hockte Ben sich in die Knie, heulte leise vor sich hin und blickte schließlich noch einmal über den Schulhof. Da standen Miriam, Jennifer und Frank nebeneinander an die Schulmauer gelehnt, noch immer mit großen Augen und offenen Mündern. Sie sprachen kein Wort. Zwischen ihnen und Ben tippelten noch etwa 20 Schüler von einem Bein aufs andere, sprachen kurz miteinander, gingen dann im Kreis und tippelten wieder von einem Bein aufs andere. Sie waren völlig verwirrt und wussten nicht, was sie tun sollten. Ihre Augen waren gerötet, vermutlich hatten sie die halbe Nacht geweint, weil ihre Eltern nicht gekommen waren. Jetzt in der Schule erhofften sie sich Aufklärung über das, was passiert war, und waren deshalb froh über Bens Vorschlag gewesen, sich in der Aula zu treffen. Aber dann waren alle anderen weggelaufen und nun wussten sie nicht, was sie tun sollten. Ben kletterte vom Dach hinunter. Frank stürmte auf ihn zu und schrie wütend: »Klasse, das hast du ja wahnsinnig gut hingekriegt. Ich dachte, wir sprechen jeden Schritt vorher ab. Aber du musst ja den großen Mann markieren. Jetzt siehst du, was du davon hast. Was glaubst du wohl, was jetzt in der Stadt los ist?« Jennifer und Miriam waren dazugekommen. »Ach komm«, sagte Jennifer, »meinst du, irgendjemand hätte sie davon abhalten können, in die Stadt zu laufen? Ich hab das mal in einem Film gesehen. Da ging ein Schiff unter, aber anstatt sich zu überlegen, wie sie sich retten können, wurden die meisten Passagiere panisch und machten nur Unsinn.« »Ja«, pflichtete Miriam bei, »den Film habe ich auch gesehen. Das war echt scharf in der Szene als...« Frank würgte Miriam abrupt ab. »Das ist jetzt wohl kaum das Thema, Miriam«, schnaufte er ärgerlich. Miriam verstummte. Jennifer versuchte weiter zu besänftigen. »Dein Einfall, erstmal eine Versammlung abzuhalten, war schon in Ordnung, Ben, aber es wäre wirklich besser gewesen, du hättest uns in deinen Plan eingeweiht.« »Naja«, schluchzte Ben, »die Idee mit der Versammlung kam mir so plötzlich, dass ich gar nicht mehr daran gedacht habe, mit euch zu reden. Außerdem, wenn ich lange überlegt hätte, hätte ich mich gar nicht getraut, eine Rede zu halten. Das kam alles einfach so über mich.« »Schon in Ordnung«, beruhigte Jennifer ihn, während Frank noch immer beleidigt vor sich hin brummelte. Miriam verstand das alles nicht. »Sagt mal«, fragte sie in die Runde, »was ist eigentlich so furchtbar daran, erstmal in die Stadt zu gehen? Also ehrlich gesagt, ich habe auch schon lange davon geträumt, mich in einem großen Kaufhaus mal so richtig austoben zu können. Und jetzt, wo die großen Eltern nicht da sind, geht das doch. Ich meine, das kann man doch mal ausnutzen, oder?« »Mensch, Miriam«, platzte es aus Frank heraus. Erst machte Ben einen Alleingang und verpatzte damit jede Chance, sich gegenseitig zu helfen. Und jetzt begriff Miriam wieder nichts. Das war zu viel für ihn. Gerade wollte er mit hochrotem Kopf anfangen, ihr eine ordentliche Standpauke zu halten. Dann kam wieder Jennifer dazwischen. »Bevor wir wieder anfangen zu streiten«, sagte sie schnell, »gehen wir doch einfach in die Stadt und sehen uns an, was da los ist. Dann wird auch Miriam verstehen, was wir meinen«, äffte Miriam ihre Freundin nach. »Tut bloß nicht immer so klug, nur weil ich mal was frage. Ich wette, ihr habt auch schon mal davon geträumt, euch in einem Kaufhaus nach Herzenslust bedienen zu können. Ihr wollt das bloß nicht zugeben.« Und schon wieder stand ein neuer Streit bevor. Doch da tauchte plötzlich eine Stimme von hinten auf. »Was ist denn nun?«, fragte sie. Die vier drehten sich um. Thomas stand vor ihnen. Er war einer der noch rund 20 übrig gebliebenen Schüler, die nicht mit in die Innenstadt gelaufen waren. »Ich denke, wir wollen besprechen, wie es weitergeht«, fragte Thomas weiter, als sei auf dem Schulhof nichts passiert. »Pass auf«, antwortete Jennifer, die jetzt endlich mal etwas tun wollte, anstatt nur herumzustehen und zu reden. »Wir treffen uns alle heute Nachmittag um 16 Uhr vor der Aula. Sag den anderen Bescheid, die daran teilnehmen wollen. Bis dahin soll sich jeder umschauen, was eigentlich in unserer Stadt los ist. Heute Nachmittag sammeln wir dann alle Informationen und überlegen, was zu tun ist. Wir gehen jetzt ins Einkaufszentrum in der Innenstadt und schauen uns dort um. Alles in Ordnung? Also los.« Schon hatte sich Jennifer umgedreht und marschierte entschlossen die Straße entlang. Ben und Frank standen nur da und guckten verwundert hinter Jennifer her. Miriam grinste übers ganze Gesicht. »Frau Präsidentin hat gesprochen. Also gehen wir, oder wollt ihr hier Wurzeln schlagen?« Dann hakte sie sich unter die Arme der beiden Jungs, zog sie mit sich und schlenderte hinter Jennifer her. Thomas rief nur noch ein kurzes »Okay, wird gemacht«, aber da waren die vier schon weit weg. Ben hatte schon so manches Schlachtfeld gesehen und es oft mit rauen Gestalten und verwegenen Gaunern zu tun gehabt, in seinen Computerspielen. Niemals aber hätte er sich träumen lassen, dass er einmal in Wirklichkeit so etwas miterleben müsste. Jetzt stand er mittendrin in der Schlacht.
und das nicht etwa in einem grausamen Abenteuerspiel mit mystischen Zauberwäldern oder geheimnisvollen UFO-Landeplätzen, sondern in dem schnöden Einkaufszentrum seiner Stadt, knappe 20 Minuten vor seinem gemütlichen Zuhause entfernt. Der Fußboden in der Einkaufsgalerie war übersät mit Glasscherben von zertrümmerten Schaufenstern, aus denen Schaufensterpuppen mit abgehackten Armen oder Beinen hingen. An den Wänden klebten Sahnetorten und manche Eingangstüren waren so mit Ketchup beschmiert, dass sie den Eindruck machten, hier wäre gerade ein Italo-Western gedreht worden. In dem Gemüsegeschäft waren rund 30 Jungen damit beschäftigt, mit Eiern, Tomaten, Pfirsich und Melonen einen Großangriff gegen den Fischladen zu starten. Die dort hinter Gurkenfässern verschanzten Gegner beantworteten die Offensive mit einer Salve Makrelen und eingelegten Sardinen. Kreischend zogen einige Mädchen in samtblauen, roten oder goldglitzernden Abendkleidern und hochhackigen Schuhen über Schlachtfeld. Sie konnten gerade noch rechtzeitig beiseite springen, da donnerte schon eine Horde in schwarzen Lederkombis auf nagelneuen Mopeds an ihnen vorbei, die auf das Eis-Café zuraste. Dort lieferten sich etwa 30 Jungen mit 20 Mädchen eine Sahneschlacht. Aus dem Elektronikmarkt schleppte ein Ameisenhaufen von Schülern kistenweise Hi-Fi-Anlagen durch die Gegend, begleitet von 100 fliegender CDs mit deutscher Volksmusik, die eine kleine Gruppe größerer Jungs als Frisbee-Scheiben benutzte. Die CDs waren als Wurfgeschosse mit weitem nicht so gefährlich wie die harten Bälle, die aus dem Sportcenter geschossen wurden, in dem einige ein Baseballfeld eröffnet hatten. Und selbst an die hätte Ben sich noch gewöhnen können, wenn sich ihre Flugbahnen nicht ständig mit den Holzpfeilen gekreuzt hätten, die über ihren Köpfen durchs Einkaufszentrum sausten, weil ein paar Wahnsinnige mit Pfeil und Bogen Robin Hood spielten. »Die spinnen wohl«, rief Frank. Noch ehe Ben sich nach ihm umdrehen konnte, war Frank schon ins Sportcenter gespurtet. Im Laufen schnappte er sich einen Golfschläger und stürmte auf die Bogenschützen zu. »Ihr Vollidioten«, brüllte er und schwang den Schläger wild um sich. »Legt sofort die Bogen hin, oder ich hau euch in Grund und Boden. Wollt ihr uns umbringen, oder was?« Die meisten Bogenschützen ließen vor Schreck sofort ihre Geschütze fallen und gingen in Deckung. Drei von ihnen aber grinsten Frank nur an und legten sich neue Pfeile zurecht. »Wenn du Angst hast, bleib doch zu Hause. Du hast uns jedenfalls gar nichts zu sagen. Wir können hier machen, was wir wollen«, sagte einer, der Kolja hieß. Kolja war eine Klassenstufe höher als Frank, der zusammen mit Ben, Jennifer und Miriam in der 7. Klasse war. Doch Frank kannte Kolja gut. Wenn es irgendwo auf dem Schulhof eine Schlägerei gab, war Kolja mit Sicherheit darin verwickelt. Und nicht selten war es Frank, mit dem Kolja sich dann gerade prügelte. Kolja nämlich ließ keine Gelegenheit aus, andere Schüler zu ärgern, sie zu beklauen oder sie unter Androhung von Schlägen dazu zu zwingen, für ihn irgendwelche Dienste zu leisten. Mal mussten sie ihm die Hausaufgaben schreiben, mal vom nahegelegenen Kaufmann Süßigkeiten oder Alkohol für ihn kaufen, von ihrem eigenen Geld selbstverständlich. Niemand wagte es, sich Kolja zu widersetzen. So oft hatte er seine Stärke dadurch demonstriert, dass er in der Öffentlichkeit einen Schüler grün und blau prügelte. Nur Frank hatte keine Angst vor ihm. Das brauchte er auch nicht, denn Frank war nicht nur der begeisterte, sondern wohl auch der begabteste Sportler an der Schule. Jede Minute Freizeit nutzte Frank für den Sport. Montags und mittwochs ging er zum Karatetraining, dienstags hatte er Leichtathletik, den Donnerstagnachmittag verbrachte er im Schwimmverein, freitags war Rudern dran und am Wochenende hatte er stets in mindestens einer dieser Sportarten einen Wettkampf. Jetzt stand Frank mit erhobenem Golfschläger vor Kolja, der gerade wieder einen Pfeil quer durchs Einkaufszentrum schießen wollte. Doch ehe er den Bogen richtig gespannt hatte, hörte Kolja einen kurzen, hellen Windstoß. Er spürte, wie das krachende Holz in seiner Hand vibrierte und blickte verdutzt auf einen abgeknickten Flitzebogen in seiner Faust. Mit einem gezielten Hieb hatte Frank den Bogen in zwei Teile zerlegt. Auch die letzten beiden Schützen legten nun brav ihre Bogen beiseite, gingen ein paar Schritte zurück und schauten gespannt auf Kolja und Frank, die sich starr gegenüberstanden und finster anblickten. Koljas Gesicht verzog sich plötzlich wieder zu einem überlegenen Grinsen. »Nun, du kleiner Polizist«, frotzelte er, »willst du ab jetzt immer hinter mir herlaufen und aufpassen? Dann viel Spaß dabei, ich habe nämlich noch viele Ideen.« Mit einer Handbewegung rief er seine Freunde und lief lachend mit ihnen im Schlepptau aus dem Laden. Inzwischen waren auch Ben, Jennifer und Miriam im Sportcenter. Sie hatten das ganze Schauspiel mit Spannung beobachtet. Frank drehte sich zu Miriam.
Deshalb war ich auf dem Schulhof gegen das Plündern von Kaufhäusern. Ich habe mich zu oft mit Kolja geprügelt, um nicht sofort daran zu denken, dass er uns jetzt noch größere Schwierigkeiten machen würde als sonst auf dem Schulhof. Das habe ich inzwischen auch begriffen, seufzte Miriam. Überhaupt ist alles ganz anders, als ich es mir immer vorgestellt hatte. Ich habe oft davon geträumt, wie schön es sein muss, in einem Kaufhaus eingeschlossen zu sein und sich nehmen zu können, was man will. All die schönen Spielsachen, die schönen Kleidung, die ganzen Wünsche von unzähligen Wunschzetteln aller Weihnachten und Geburtstage zusammen. Man braucht nur hinzulangen und es zu nehmen. Und es ist für alle genug da. Das heißt, wenn man die Hälfte davon nicht aus dem Fenster wirft und zerstört. Aber hier führen sich alle auf wie die Verrückten und raffen zusammen, was sie bekommen können, als ob die Erwachsenen in der nächsten Stunde wieder da wären und dem Spuk ein Ende machten, ergänzte Jennifer. Ich wünschte, es wäre so, schluchzte Miriam. Da verzichte ich lieber auf meinen Traum. Aber wer weiß, ob unsere Eltern jemals zurückkommen. Ben, Jennifer und Frank wurden kreideweiß im Gesicht. Schweigend sahen sie sich an. Ja, wer weiß, ob die überhaupt jemals zurückkommen, wiederholte Ben schließlich den Gedanken. Frank hatte sofort begriffen, was Ben damit meinte. Das heißt, wir müssen vielleicht für eine längere Zeit alleine überleben. Aber im Moment sind unsere lieben Mitschüler dabei, alle Vorräte durch die Gegend zu werfen. So, als wollte sie die Äußerung von Frank mit ihrer Tat unterstützen, klatschte in diesem Moment eine fleischige Tomate an Bens Hinterkopf. Ein Querschläger aus der Schlacht der Gemüse gegen die Fischarmee, deren Kampfplatz sich kurzzeitig ins Sportgeschäft verlagert hatte. Wir müssen etwas unternehmen, schimpfte Ben, während er sich mit einem Tennishemd zu 79,80 den Hinterkopf säuberte. Kommt mit ins Kaufhaus, ich habe eine Idee. Am Ende der Einkaufsgalerie, mit ihren vielen einzelnen Fachgeschäften auf beiden Seiten, machte ein großes, vierstöckiges Kaufhaus die Einkaufszone zur Sackgasse. Hier galt es, nach einem Bummel durch die Galerie entweder umzukehren oder in den weit geöffneten Schlund des riesenhaften Geldmagneten einzutauchen. Nach einem Irrlauf durch unzählige enge Gänge von Kleidungsständern und Krabbeltischen, verspiegelten Mini-Labyrinthen und dröhnenden Videoshows, vorbei an parfümierten Verkäuferinnen und grellen Angebotsschildern, erreichte man schließlich in der Regel einen falschen Ausgang ohne einen einzigen Pfennig in der Tasche. Jedenfalls war es Ben oft genug zugegangen, wenn er dieses Kaufhaus einmal betreten hatte. Aber jetzt war alles anders. Die parfümierten Verkäuferinnen fehlten, die Videomonitore schwiegen, die meisten Spiegel lagen als Glasscherben auf dem Fußboden, die Kleidungsständer waren umgekippt oder leer geplündert, die Krabbeltische über die ganze Etage verstreut und die Rolltreppen zu Teststrecken für Mountainbikes umfunktioniert. »Wir müssen das Büro suchen«, forderte Ben seine Freunde auf. »Welches Büro?«, fragte Frank. »Jedes Kaufhaus hat irgendwo ein Büro für die Verwaltung«, antwortete Ben. Und ich wette, in diesem Büro liegen die Schlüssel für die Lagerräume. Was du hier im Kaufhaus siehst, ist nur die Auslage für die Kunden. Und wenn irgendetwas ausverkauft ist, muss es nachgepackt werden. Das heißt, irgendwo liegt alles, was du hier siehst, noch einmal in Kisten verpackt, in den Lagerräumen. Wenn wir Glück haben, ist noch niemand auf die Idee gekommen und wir können zumindest die Lagerbestände sichern, vor allem von den Lebensmitteln. Eine super Idee, gab Miriam anerkennend zu, und ich weiß, wo das Büro ist. »Du weißt, wo das Büro ist?« staunte Jennifer. »Ja«, gestand Miriam. »So ein blöder Hausdetektiv hat mich mal erwischt, nur weil ich eine Stoffente für meinen kleinen Bruder eingesteckt hatte. Und da haben die mich ins Büro.« Mitten im Satz brach Miriam ab. Sie wurde auf einmal ganz blass um die Nase und schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn. »Mein Gott«, stöhnte sie. »Miriam, was ist los?« fragte Jennifer besorgt. »Mein Bruder«, schrie Miriam. »Ich habe meinen Bruder vergessen.« »Du hast einen Bruder?« fragte Frank erstaunt. »Mein kleiner Bruder ist 3 Jahre alt«, erklärte Miriam. »Er geht in die Kinderkrippe. Meine Eltern holen ihn immer nach der Arbeit ab und kommen mit ihm dann nach Hause. Aber gestern Abend kamen meine Eltern ja nicht und ich habe meinen Bruder vergessen.« »Ach du Schreck«, stöhnte Jennifer laut auf. »Wir müssen sofort zur Kinderkrippe. Wer weiß, wie viele Kinder da noch hocken. Gestern sind bestimmt auch alle Erzieher verschwunden.« »Geht ihr beide zur Kindergrippe«, sagte Ben zu Jennifer und Miriam. »Frank und ich kümmern uns um die Lagerhalle. Wir treffen uns dann um 4 Uhr in der Aula.« Jennifer und Miriam rasten in die Sportabteilung des Kaufhauses, schnappten sich 2 Rennräder und brausten los zur Kindergrippe. Frank und Ben machten sich auf den Weg zum Büro, den Miriam den beiden noch schnell erklärt hatte. »Was wird noch alles auf uns zukommen?«, dachte Ben. »Aber jetzt ist keine Zeit, darüber zu grübeln. Erst das nächstgelegene, und das ist das Lagerhaus.«
Heute Nachmittag werden wir weitersehen. Hoffentlich. Miriam und Jennifer waren auf das Schlimmste gefasst. Die beiden rasten auf den Rennrädern durch die leeren Straßen und stellten sich das Grauen vor, das in der Kindergrippe herrschen musste. Miriam sah in Gedanken ihren kleinen Bruder schreiend am Fenster stehen, entsetzt darüber, dass er vergessen wurde. Um ihn herum wuselten die anderen Kinder, denen es nicht besser ging. Schon von Weitem müsste man das klägliche Jammern der vergessenen Kinder eigentlich hören können, dachte Miriam. Ein Gemisch von Schweiß und Tränen lief ihr über das Gesicht, während sie noch einmal ihre ganze Kraft zusammennahm, um noch stärker in die Pedale zu treten. Noch nie war Miriam so schnell auf einem Fahrrad gefahren, schon gar nicht auf einem fremden Rennrad. Auch Jennifer war ganz flau im Magen, nicht wegen des Tempos, das Miriam mit dem Rennrad vorlegte. Das konnte sie locker mithalten. Sie war schon immer die sportlichere von beiden gewesen. Auch jetzt sauste sie ohne Schwierigkeit dicht hinter Miriam her. Aber Jennifer dachte ebenfalls an das Furchtbare, das ihnen bevorstand. Schreiende und weinende Babys und Kleinkinder, die auf Hilfe warteten. Was sollten sie machen, wenn sie im Kindergarten angekommen waren? Sie konnten die Kleinen ja unmöglich sich selbst überlassen. Irgendjemand musste ihnen helfen. Aber wie? Sie konnten doch nicht alle Kinder mit nach Hause nehmen und dort pflegen. Und das Schlimmste, längst nicht alle Kinder der Stadt waren in der Kindergrippe. Was war mit all den Babys und Kleinkindern, die alleine zu Hause zurückgelassen wurden? Wie sollte man denen helfen? Wie sollte man sie überhaupt finden? Wer wusste schon genau, in welchen Familien es kleinere Kinder gab? Jennifer wurde es immer elender zumute, je mehr sie darüber nachdachte. Trotzdem fuhr sie unbeirrt weiter. Erst einmal dort sein, alles Weitere würde sich vor Ort schon ergeben. Irgendwie. Da war die Kindergrippe bereits in Sicht. Noch war von schreienden und wimmernden Kindern nichts zu hören. Nur noch wenige Meter. Miriam und Jennifer bremsten scharf. Die Hinterräder rutschten zur Seite. Die beiden Mädchen stützten sich mit den Füßen auf der Straße ab, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Endlich standen sie und starrten sich unglaublich an. Alles war ruhig. Zu ruhig. Was war geschehen? Wieso hörte man nichts? Langsam stiegen die Mädchen von ihren Rädern ab und lehnten sich gegen die Hausmauer. Einen Augenblick verharrten sie und lauschten. Nichts. Nicht das kleinste Geräusch war zu hören. »Mike«, rief Miriam mit zitternder Stimme. Der Name blieb ihr im Halse stecken, sodass nur ein heiseres Gurgeln aus der Kehle. Jennifer ahnte nichts Gutes. »Mein Gott, was ist passiert?«, dachte sie bei sich, wagte aber nicht, es auszusprechen. Sie wollte ihre beste Freundin nicht noch mehr ängstigen. »Mike, bist du hier?«, rief Miriam, diesmal entschlossener und mit festerer Stimme, die allmählich in lautes Rufen überging, das Jennifer mit einfiel. »Mike! Mike!«, schrien die beiden Mädchen, jetzt aus vollem Halse, aber nichts rührte sich. Jennifer drehte sich langsam um die eigene Achse und zoomte das ganze Gelände sorgfältig mit den Augen ab. Kein Kind weit und breit. Auf dem leeren Spielplatz vor dem Hauptgebäude pendelte die alte Schaukel leise quietschend vor sich hin. In der Sandkiste lagen Sandeimer, Plastikschaufeln, Spielzeugautos und sogar ein hellblauer Anorak wild durcheinander. Wer hier gespielt hatte, der hatte die Sandkiste fluchtartig verlassen. Niemand hatte sich mehr um das Aufräumen gekümmert. Auf der kleinen Spielwiese bot sich Jennifer ein ähnliches Bild. Einige Bälle lagen über den Rasen verteilt, dazwischen ein umgestürzter Roller, ein paar angebissene Butterbrote, aber kein Kind. »Jennifer«, rief es aus dem Haus heraus. Miriam steckte den Kopf aus dem Fenster im ersten Stock. »Ich habe alles abgesucht. Es ist nichts. Verstehst du? Niemand hier. Alles leer. Wo ist mein Bruder? Wo sind die alle hingelaufen? Jennifer, was soll ich denn jetzt machen?« Jennifer wollte es mit eigenen Augen sehen. Sie wusste, dass es eigentlich Blödsinn war. Sicher hatte Miriam wirklich alles abgesucht, aber trotzdem musste Jennifer selbst noch einmal einen Blick in das Gebäude werfen. Natürlich hatte Miriam recht. Die Gänge, die einzelnen Zimmer, die Küche, selbst auf dem Klo. Es war kein Kind zu sehen. Genau wie draußen, stellte Jennifer schließlich fest, als sie auf Miriam zuging. Alle weg. Und jetzt, schluchzte Miriam, ihr standen Tränen in den Augen. Sie hatte ihren kleinen Bruder vergessen und nun war er verschwunden. Das würde sie sich niemals verzeihen. Wer weiß, wo er in diesem Moment saß und vor sich hin wimmerte, weil er sich hoffnungslos verlaufen hatte. »Wir müssen die ganze Stadt absuchen«, sagte Miriam. »Ich muss meinen Bruder wiederfinden.« Jennifer stimmte ihr zu. »Ja, den kleinen Steppke durften sie auf keinen Fall im Stich lassen. Ich weiß auch, wo wir anfangen«, antwortete sie. »Wir fahren ins Krankenhaus.« »Wieso denn ins Krankenhaus?« Miriam verstand den Vorschlag absolut nicht. Überall würde sie ihren kleinen Bruder vermuten.
Auf einsamen Straßen, in leeren Geschäften, vielleicht auch im Park oder sonst wo, aber mit Sicherheit nicht im Krankenhaus. Hör zu, erklärte Jennifer, bisher wissen wir eigentlich gar nichts. Es sieht so aus, als wären alle Erwachsenen verschwunden und im Einkaufszentrum herrscht Chaos. Das ist alles, mehr wissen wir nicht. Was auch immer passiert ist, wir haben es mit einer Notsituation zu tun, mit irgendeiner Katastrophe. Und wo sammelt sich alles bei einer Katastrophe? Im Krankenhaus. Ich will deinen Bruder auch finden. Ich will aber auch endlich wissen, was er los ist. Also komm. Das leuchtete Miriam ein, aber sie hätte ohnehin keine Chance gehabt, zu widersprechen. Jennifer war längst auf dem Weg zu ihrem Rennrad. Also lief Miriam hinterher und beide machten sich auf den Weg ins Krankenhaus. Zur gleichen Zeit hatten Ben und Frank sich den Schlüssel für das Lager aus dem Kaufhausbüro besorgt. Auch das Lager hatten sie sehr schnell gefunden. Schließlich waren die Kaufhäuser alle nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Zum Lager mussten die Lastwagen einen möglichst direkten Zugang haben. Also brauchten die beiden Jungs nur auf die Straße zu laufen und nachzuschauen, wo es eine LKW-Zufahrt gab. Der Schlüssel passte, das große Tor zum Lager ließ sich leicht öffnen. Da standen Ben und Frank inmitten riesiger Regale. Bestimmt 4 Meter hoch, staunte Frank, und soweit sie blicken konnten, nichts als Regale, vollgestopft mit unzähligen braunen Kartons. Jetzt heißt es suchen, sagte Ben. Was von all dem Zeug sind Lebensmittel? Gibt es hier denn kein Kühlhaus? Hier wird man ja wahnsinnig, so groß ist das hier, antwortete Frank. Am besten wir suchen getrennt. In einer halben Stunde treffen wir uns wieder genau an diesem Punkt. Eine schlaue Idee, fand Ben, und so nahm Ben sich den Weg nach links vor, Frank ging nach rechts. Der Gang schien kein Ende zu nehmen. Bestimmt 100 oder 150 Meter, schätzte Ben. Und das war nur die Hälfte der Lagerbreite. Die andere Hälfte schritt Frank ab. Alle 3 Meter zweigte ein weiterer Gang in Längsrichtung ab. Jeder einzelne von ihnen war bestimmt auch nochmal gute 15 Meter lang. Aber nirgends gab es eine Tür. Nirgends war ein Durchgang zu sehen, der zu einem Kühlhaus hätte führen können. Immer nur Regale mit unendlich vielen braunen Kisten, die mit kleinen weißen Schildchen und einer Reihe von Zahlen versehen waren. Nie hätte Ben gedacht, dass es in einem Lager, in dem die ganzen schönen Dinge seiner Wünsche aufgestapelt sind, so langweilig aussehen könnte. Er stand mittendrin im Zentrum seiner vielen, vielen Geburtstags- und Weihnachtswünsche und suchte einfach nur nach Essbaren. Das aber war nirgends zu sehen. Verflixt, fluchte Ben vor sich hin. Irgendwo in diesem Lager müsse doch ein Kühlhaus stecken. Wo sonst sollen all die Würste, das Fleisch, der Käse, die Milch aufbewahrt werden? Wohin Ben auch blickte, am Ende eines jeden Ganges stand immer nur diese eine graue Wand. So massiv und undurchdringlich, dass es von vornherein aussichtslos war, die langen Gänge abzugehen. Es hatte keinen Sinn, erkannte Ben. Vor Wut stieß er mit dem Fuß gegen einen der Kartons, die im unteren Regal lagerten. Ben stieß mit solcher einer Wucht zu, dass er ein Loch in den Karton trat. Aus dem Karton rieselte ein feines Rinnsal weißen Pulvers. Ben bückte sich, um sich das komische Zeug genauer anzusehen. Er nahm etwas von dem Pulver in die Hand und zerrieb es zwischen Daumen und Zeigefinger. Das kenne ich doch, das ist doch... Plötzlich fiel es ihm ein, und damit dämmerte ihm etwas noch viel Schrecklicheres. Er griff in die linke Hosentasche, wo er immer das gute Schweizer Taschenmesser trug, das ihm sein Vater vergangene Weihnachten geschenkt hatte. 2 gezielte Schritte. Der Karton klaffte auseinander. Verdammt, fluchte Ben, drehte sich auf den Absatz um und spurtete zum vereinbarten Treffpunkt mit Frank. Frank, schrie Ben im Laufen. Frank, hör auf zu suchen, es hat keinen Sinn. Was hat keinen Sinn? Frank steckte seinen Kopf um die Ecke des 3. Ganges. Da stand Ben schon bei ihm. Das Suchen nach dem Kühlhaus, schimpfte Ben. Mann, waren wir doof. Ben mochte sich gar nicht mehr beruhigen. Wieso nicht mehr suchen? Wieso sind wir doof? Frank verstand nur Bahnhof. Weil wir eben doof sind, schimpfte Ben weiter. Was meinst du wohl, was ich eben gefunden habe? Das Kühlhaus? Fragte Frank. Ich hielt das für die naheliegendste Frage. Ben quiekte laut auf. Ich habe Packungen von Kartoffelpüree gefunden. Na und? Das weiße Pulver in den Packungen, aus dem man Kartoffelpuffer machen kann und Kartoffelpüree. Lecker, meinte Frank und schmatzte genießerisch mit der Zunge. Ben nahm sich so gut zusammen, wie er konnte, um Frank nicht an die Gurgel zu springen. 3-mal holte er tief Luft, dann fragte er, Frank, hast du jemals in diesem Kaufhaus Fleisch gekauft oder frische Milch? Nee, meine Eltern kaufen immer ein. Ben japste nach Luft.
In diesem Kaufhaus gibt es kein frisches Fleisch, brüllte Ben, und keine frische Milch und keine frische Wurst, nicht mal ein frisches Gemüse. Hier gibt es nur Fertigpackungen und Konserven, und deshalb gibt es hier auch kein Kühlhaus. Noch ehe Frank etwas dazu sagen konnte, fuhr Ben fort. In diesem ganzen Einkaufszentrum gibt es nur kleine Einzelläden, den Fischhändler, den Käseladen, den Gemüsehändler und so weiter. Für keinen dieser Läden lohnt es sich, ein großes Kühlhaus zu haben. Die ganze Ware liegt in den Kühltruhen, die sie im Laden stehen haben. Und genau vor diesen Kühltruhen, da oben stehen im Moment etwa 100 oder 200 Kinder, die nichts Besseres zu tun haben, als sich mit diesen Lebensmitteln zu bewerfen. Den letzten und einzigen frischen Lebensmitteln, die es in diesem Einkaufszentrum überhaupt gibt. Und wir stehen hier unten zwischen Dosen und Packungen und suchen im Kühlhaus. Bens Stimme überschlug sich vor Wut. Er dachte an den stets gefüllten Kühlschrank zu Hause, an seine Mutter, die ihm jeden Morgen als Frühstück bereitete. Er dachte sogar an das Abendessen, pünktlich um 18 Uhr. Wie gerne würde er jetzt alles stehen und liegen lassen, um auf die Minute genau bei seiner Mutter zu erscheinen und sich mit einem leckeren, warmen Abendessen verwöhnen zu lassen. Stattdessen stand er hier in einem riesigen Lagerhaus auf der Suche nach frischen Lebensmitteln, die es nicht gab. Ben kullerten die Tränen übers Gesicht. Seine Hände zitterten, der Kopf war rot angelaufen und die Halsschlagader dick angeschwollen. Endlich begriff auch Frank die Lage, aber er fühlte sich hilflos, wusste nicht, was er sagen sollte. So nahm er seinen Freund Ben einfach nur in den Arm und fluchte leise vor sich hin.